Hallo, in diesem Video sehen wir uns an, wie Kinder, also Schüler, die Uhr lesen können. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Uhren. Das ist einmal die digitale Uhr und dann wie hier die analoge Uhr. Die digitale Uhr, die ist sehr viel einfacher zu verstehen, daher machen wir die im Kurzdurchgang durch. Die sollten Schüler meines Erachtens zumindest erst einmal verstehen und danach machen wir noch die analoge Uhr. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Hallo, ich heiße Dennis. Auf meinem YouTube-Kanal bzw. meiner Website guterklärt.de erhaltet ihr Mathematik und andere Schulfächer einfach erklärt. Starten wir, wie gesagt, mit der digitalen Uhr. Diese ist nämlich deutlich einfacher zu verstehen als die analoge Uhr. Das liegt daran, dass hier einfach die Zahlen schon dastehen. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, einen Doppelpunkt und noch eine Zahl. Hier vorne, das ist die Stundenangabe. Und hier hinten, das ist die Minutenangabe. Das heißt, an diesem Tag, wenn also 8 Doppelpunkt 12 dasteht, sind 8 Stunden und 12 Minuten bereits vergangen. Oder machen wir das mal weg. Nehmen wir mal an, es würde etwas anderes dastehen. Zum Beispiel 15 Doppelpunkt 38. In dem Fall wäre an diesem Tag bereits 15 Stunden und 38 Minuten vergangen. Das heißt, bei der digitalen Uhr könnt ihr die vergangene Zeit an einem Tag ganz einfach ablesen. Kommen wir als nächstes zur analogen Uhr. Die sieht so aus und ist rund aufgebaut. Hier stehen die Zahlen nicht da wie bei der digitalen Uhr, sondern diese muss man sich ablesen sozusagen. Dazu dient ein kurzer, meist dicker Zeiger und ein langer, meist dünner Zeiger. Der dicke Zeiger gibt die Stundenzahl an, die bereits vergangen ist. Also ich kann jetzt auch mal hier an der Uhr drehen und dann sieht man, dass sich beide bewegen. Und der dicke Zeiger, der gibt an, wie viele Stunden an dem Tag bereits vergangen sind. Also ich drehe jetzt zum Beispiel den dicken Zeiger einmal auf die 9. So, der dicke Zeiger steht jetzt auf der 9. Das heißt, in dem Falle hier hätten wir jetzt 9 Uhr. Also 9 Doppelpunkt 00 wäre das jetzt auf der digitalen Uhr. Wenn jetzt weitere Minuten vergehen, dann geht der Minutenzeiger hier oben weiter und der Stundenzeiger ebenfalls. Das heißt, nehmen wir mal an, wir drehen den langen Zeiger nach unten. Dann sieht man, dass auch der kurze dicke Zeiger ebenfalls weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur 9 Uhr, also 9 Doppelpunkt 00, sondern noch einige Minuten sind zusätzlich vergangen. Das heißt, auf der dicke Zeiger gibt euch erst einmal die Stundenzahl an. Also in dem Fall 9 Stunden oder jetzt steht er hier, jetzt sind es 10 Stunden. Jetzt sind es immer noch eine 10 vorne, 10 vorne, 10 vorne und jetzt erreicht er die 11. Also jetzt sind, Moment, noch ein bisschen weiter, jetzt sind 11 Stunden an dem Tag vergangen. Das heißt, bei der digitalen Uhr würde jetzt vorne eine 11 stehen. Fehlen uns noch die Minuten hinten. Wenn der lange Zeiger oben steht, sind 0 Minuten vergangen und jetzt bewegt er sich weiter. Ein Punkt hier oben weiter sind 5 Minuten. Jetzt sind 10 Minuten noch vergangen. Also jetzt wäre es 11 Uhr und 10 Minuten. Jetzt sind 15 Minuten vergangen, 20 Minuten, 25, 30, 35, 40, 45. Also jetzt wären 11 Stunden. Das heißt, der große Zeiger steht, also der dicke Zeiger steht noch nicht auf der 12, sondern jetzt wären 11 Stunden und 45 Minuten vergangen. Jetzt wären 50 Minuten vergangen, 55. Und jetzt wäre die Stunde komplett. Jetzt steht der dicke Zeiger und der dünne Zeiger oben auf der 12. Das heißt, jetzt ist es 12 Uhr, also 12 Doppelpunkt 00.
Eine Besonderheit hat die analoge Uhr leider, muss man dazu sagen, auch noch. Ein Tag hat 24 Stunden, aber die Uhr, die geht hier nur bis 12. Also nur 12 Stunden sind hier darstellbar. Das heißt, man hat 12 Stunden am Anfang des Tages und 12 Stunden am Ende des Tages sozusagen. Und das erkennt man nicht an der Uhr, ob es jetzt morgens oder abends ist. Das heißt, da hilft ein Blick dann aus dem Fenster. Du möchtest das Thema einmal selbst üben? Dann schau mal unter dieses Video. Dort gibt es Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach die mal selbst, dann wirst du fitter in dem Thema. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, beziehungsweise einen Daumen hoch. Und dann gibt es in Zukunft noch weitere Mathematikvideos von mir.